meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite jedoch mit meinem Studio, State Art Studio in Singapur. Vorsicht, es werden ein paar Anglizismen in meinen Videos folgen. Das liegt einfach daran, dass ich im Ausland lebe, mit meinem Mann auch auf Englisch spreche und ja, in Englisch denke, fühle, unterrichte und dadurch ist die englische Sprache allgegenwärtig und manchmal, wenn mir dann der deutsche Begriff nicht ganz so schnell einfällt, dann sage ich den einfach auf Englisch, weil ich den eigentlich auf Englisch gelernt habe. So, daher entschuldigt bitte die Anglizismen und heute erkläre ich euch, wie man schön einen langen Ton halten kann. Ja, lange Töne ist immer so ein ganz großes Thema. Nicht nur den Ton bekommen, den man anvisiert, sondern auch diesen Ton halten. Gerade wenn man irgendwie eine kräftige Ballade hat, à la Beyoncé, à la was weiß ich, Whitney Houston, da möchte man überhaupt erstmal diesen Ton treffen und da möchte man auch diesen Ton schön aushalten können. Ja, Töne halten und stabilisieren beginnt im Grunde genommen auch mit der richtigen Atmung. Es gibt verschiedene Atmungen. Es gibt einmal die Zwerchfell-Bauchatmung, dann gibt es einmal Ribcage-Breathing, dann gibt es einmal Clavicular-Breathing, wo die Schultern sich heben, dann gibt es Balance-Breathing, wo alles miteinander koordiniert arbeitet. Darauf gehe ich aber nochmal in einem anderen Video ein. Und heute gehen wir mal nur auf die Zwerchfell-Atmung, auf die so Belly-Breathing-Bauchatmung ein. Und ich versuche es wirklich ganz simpel zu erklären in ganz, ganz einfachen Wörtern. Nummer eins ist am besten, das Ganze mit der Atmung zu üben. Also ich möchte einmal, dass du deine Hand auf den Bauch nimmst, eine gute, gerade Körperhaltung hast. Also gerade stehen ist wichtig. Du sollst nicht stehen wie ein Soldat, aber geerdet stehen, stabil stehen und auch so stehen, dass alles nämlich vernünftig fließen kann und arbeiten kann. Also was wir nicht wollen, ist, dass wir falsch sitzen oder dass wir eine falsche Atmung haben, sodass Nerven verhindert oder behindert sind, sodass der Kehlkopf irgendwo in der Position rutscht, in die er nicht hingehört. Also beispielsweise, wenn du jetzt so singst, ja, ich verdeutliche das mal, du sitzt, stellst dich hin, singst so, dann kreierst du hier in der Nackenmuskulatur eben halt so negative Spannung. Und es gibt tatsächlich Schüler, die aus dieser Negativspannung raus singen, also aus dem Neckbereich, aus diesem Schulterbereich. Und in dem Moment, wo du dein Körper, deine Körperhaltung stabilisierst, Head and Neck Anchoring, in dem Moment merkst du einfach diese Freiheit im Gesang. So, also was ich einmal möchte, ist Hand auf dem Bauchi, mal schön durch die Nase einatmen und langsam auf dem F oder auf dem S ausatmen. F und S und H, das ist ja tonlos und genau das brauchen wir jetzt und das machen wir jetzt auch für die Übung. Also einmal einatmen. Und dann so weit wie möglich und langsam ausatmen. Hier geht es auch darum, dass du darauf achtest, dass du die Schultern nicht hebst und dass der Bauch rausgeht, also wirklich Belly Breathing. Also wenn du einatmest und wenn du dann ausatmest, dann zieht sich der Bauch ein bisschen zusammen. Das ist das Zwerchfell, ja. Also versuch im Grunde genommen so lange wie möglich auszuhalten. Versuch nicht am Ende durchzudrücken mit der Luft. Das wollen wir nämlich nicht. Ja? Du singst ja dann ja auch nicht später eine Phrase und dann drückst du ja am Ende die Luft durch. Das wollen wir eben vermeiden. Im Grunde genommen geht es um die moderate Menge an Luft. Also es gibt immer noch diesen Mythos, dass man ganz viel Luft inhalieren muss, bevor der Homoton kommt. Darauf gehen wir aber nochmal ein. Es ist eigentlich ein Mythos. Mittlerweile weiß eigentlich jeder Gesanglehrer, dass man gar nicht so viel Luft braucht. Sondern es geht um die richtige Menge oder subglottical pressure oder so weiter. Also es geht wirklich um die moderate Menge. Ja? Drück nicht am Ende die Luft durch. Dann suchst du dir bitte für dich erstmal einen bequemen Ton in deiner Lage. Ja? Dann einfach ganz, ganz entspannt auf diesen Vokal erstmal aussehen. Ne? Ich sag jetzt mal und so weiter und so fort. Versuch also erstmal ganz entspannt dieses U, A, I, O. Such dir einen bequemen Vokal aus, versuch den erstmal zu halten. Und dann langsam, Stück für Stück, würde ich so ein bisschen das Niveau anheben. Aber nicht so, dass du am Ende eine Note beltest auf U und dann durchstrainst die ganze Zeit, weil das darf es eben nämlich nicht. Also du möchtest ja eben eine Freiheit haben in diesen hohen Registern und wir möchten eben nicht, dass du da und dann strain ich eigentlich hier, ja, yeah.
dann suchst du dir mal einen Ton, wo du ein bisschen das Energielevel anheben musst. Also auch nicht zu doll, sodass du jetzt echt anfängst durchzuschwitzen. Das sollst du nämlich nicht, aber es soll so ein bisschen vom Energielevel mehr als deine einfachen, bequemen Töne sein. Und so weiter und so fort, ja. Natürlich, je höher du gehst, desto mehr Energie und Kraftaufwand, das braucht man ein bisschen, ja. Gewisse Töne im Mixed-Voice-Register sind auch anstrengend für eine, keine Frage. Also einige Töne sind wirklich anstrengend, die haben es in sich. Und deswegen ist es eigentlich viel besser, dass man eben wirklich Stück für Stück übt. Die Schwierigkeiten sind natürlich diese ganzen Belting-Töne, Chest-Voice, Mix-Voice. In dem Moment, wo man schon im Sopranbereich singt, also auf Head-Voicing, ist es ein bisschen einfacher schon. Ja, deswegen wirklich hab Geduld mit dir selber. Manchmal funktioniert es nicht am Anfang, manchmal braucht man mehrere Anläufe. Manchmal hat man auch bestimmt nicht keinen guten Tag, vielleicht hast du dich vorher nicht aufgewärmt. Das sind alles Sachen, die auf jeden Fall dazugehören. Sei wirklich geduldig mit dir und deiner Stimme. Mach es erstmal mit einem guten Luftfluss, versuch auf jeden Fall Stabilität bei der Einatmung zu bekommen, dass du erstmal schön und lange ausatmen kannst und dann versuch es mit einem bequemen Ton und dann würde ich wirklich Stück für Stück so ein bisschen Töne aussuchen, die ein bisschen schwieriger sind, damit du vielleicht irgendwann mal gerne das singen möchtest, was du willst. Vielleicht wirst du ja aber Always Love You singen und dann wirst du dieses And I. Vielleicht möchtest du das ja wirklich schön lange aussingen können und deswegen versuch nicht direkt von 0 auf 100 zu gehen, sondern immer so ein bisschen langsamer, ja? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr konntet was mitnehmen, Daumen hoch. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, mit meinem Studio, mit meinem Leben hier in Singapur und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich euch dort auch sehe. Ganz liebe Grüße aus Asien und ich sehe euch in meinem nächsten Video.